Hallo zusammen, liebe Survival-Buschkräftfreunde, liebe Preppers. Ich melde mich hier mit einem Video zu aktuellem Thema, zu aktuellen Ereignissen. Und zwar ist die ganze Pandemie, die momentan stattfindet. Und dort passt ein Thema ganz gut dazu. Und zwar eben die Prepper und Breakout. Was mache ich in einer absoluten Krisensituation, wo Vorräte knapp werden, wo sie dann Einkaufszentren keine Möglichkeit, man geht Nahrung zu einkaufen etc. Einfach wirklich, wenn nichts mehr geht. Ich muss mich zurückziehen, wir müssen uns zurückziehen. Es herrscht Chaos, Raub und alles Wüste. Und in diesem Video geht es ausschließlich um das. Ist auch schon mehrmals gewünscht worden auf meinem Kanal. Und in diesem Sinne ein paar Tipps und Tricks. Legen wir doch gleich los. Bis nachher. Oh, als allererstes würde ich einen Ort wählen, den ich sehr, sehr gut kenne, wo ich auch weiss, was aus ihrer Umgebung ist, Wasser und so. Was ich sicher dabei habe, bei einem Breakout, auf jeden Fall ist eine Spate. Wasser, auch wenn es nur ein Liter ist. Was natürlich nicht fehlen darf, ist ein gutes Messer, am besten mit einem Feuerstahl. Eine sehr gute Säge. Und was bei mir auch nicht fehlen darf, ist ein gutes Seil zum Abseilen oder auch Flachen und Tarp spannen. Das sind sicher mal meine Hauptartikel, die ich sicher dabei habe. Wenn es brenzlig wird, hier ist mein Zunderböchsel mit Feuerzeug oder eben mit diesen S-Bit-Würfeln. Dort habe ich auch noch ein bisschen Ersatzschnur drin, wo alles, was schnell brennt. Kinspann zum Beispiel. Noch ein bisschen Birkenrinde ist auch noch drin. Das sind so meine Artikel, die ich immer dabei habe. Was auch noch wichtig oder sehr gäbig ist, ist so ein Survival-Böchsel mit Angelschnur, mit einem Höckchen drin, so eine Säge, die man biegen kann. Besteck gehört auch immer in den Rucksack. Und sehr wichtig, das Verbandszeug darf nicht fehlen. So, was sicher in Sachen Dosen sind ja grundsätzlich immer gut. Was sicher gut ist, sind so, wie sagt man denn jetzt überhaupt schon wieder? Moment, jetzt weiss ich gut das deutsche Wort. Ja, Kichererbsen. Sehr viel Protein, sehr nahrhaft, ist wirklich eine gute Sache. Was ihr könnt mitnehmen, ist zum Beispiel Oton. Nachher haben wir Honig. Honig ist sehr, sehr gut. Es gibt sehr viel Energie, mit sehr viel Vitamine auch. Was ich auch noch mitnehme, ist Zwiebeln. Und zwar nicht unbedingt zum Kochen, sondern zum Schälen und auch Essen. Ist sehr, sehr vitaminreich. Sicher Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind immer gut. Baumnüsse zum Beispiel. Das sind so ein paar von diesen Sachen, die ich sicher mitnehmen würde als Nahrungsmittel. Ihr dürft auch nicht außer Acht lassen, wir sind hier, oder wir reden hier von einer absoluten Notsituation. Es hat praktisch, also das Essen ist mangelwart, das Trinken ist Nahrungsmittel, gehen wirklich aus. Die Stromversorgung ist vielleicht ausgestiegen. Die sind wirklich Leben am Limit. Und dort geht es um alles. Und ihr könnt euch selber vorstellen, wie die Menschen werden, wenn wir effektiv in so einer Situation sein. Darum, es geht um zu überleben, es geht um sich zu schützen, zu verteidigen. Was ich alles in ein Fässchen mitnehmen würde, ist sicher, wie gesagt, schon die Nahrung. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie lang und wie viel das ihr seid und wie lange das ihr unterwegs seid. Das ist mehr oder weniger jetzt nur symbolisch. Wasser, die Menge würde natürlich recht variieren. Zunder, etwas, das schnell und leicht brennt. Das Feuerzeug und eventuell ein Zündhölzchen drin. Wie gesagt, das ist in jedem Fässchen das gleiche. Ein Sackmesser. Verbandszeug. Eventuell Medikament. Betadin ist auch immer sehr gut zum Desinfizieren. Und das Geschirr und das Besteck nicht vergessen. Das ist jetzt hier nicht drauf. Safe auf Naturbasis.
Zahnbürste würde ich vielleicht auch noch rein tun, hier Socken und Unterhosen. Dokument immer auf Mann, die wichtigen. Hier ist eine kurze Übersicht. Wie gesagt, Dokument würde ich jetzt nicht in das Fässli tun, die hat immer bei mir im Rucksack. Genau, das wäre etwa so das. So, hier symbolisch auch eine Notration, die ich vergrabe. Wie gesagt, eigentlich wäre es jetzt ein 40 Liter Fässli. Ihr buddelt das Loch nicht allzu tief und nicht allzu gross. Wir tun das rein. Vielleicht ein bisschen Pfefferschäl drüber noch, damit die Tiere nicht schmecken und wieder ausgraben. Dann tun wir das Loch zu. Gut verschließen. Was mir jetzt noch sehr wichtig dünkt, ist, dass man ringsherum etwa so eine Schaufellänge oder eine Spatenlänge wieder einsticht. Sozusagen wie eine Deko macht ringsherum. Einfach immer schön einstechen wieder. Ein bisschen lockern die ganze Geschichte. So. Zwar aus dem Grund, wenn es gefriert, hat er so wie eine Deko. Ihr könnt es viel besser wieder wegnehmen und so schneller zu eurer Notnahrung kommen. Weil wenn ihr das nicht macht und euch der Herz zufriert, ist das recht eine mühsame Sache und ihr verliert viel zu viel Zeit. Und dann schön tarnen. Ihr könnt gut auch Energieregeln mitnehmen, so ein paar Portionen für das erste Mal, wenn ihr abgeht. Wie gesagt, wenn ihr das Päckchen auch nicht allzu früh verpackt, habt ihr natürlich auch viel die grössere Möglichkeit, Esswaren mitzunehmen. Und sehr wichtig ist einfach immer Wasser dabei, in jedem Päckchen das gleiche, der gleiche Notvorrat. Was auch ganz wichtig ist, wenn ihr im Gebirge seid oder im Wald, es geht ja ums Überleben. Ihr wollt nicht unbedingt entdeckt werden. Also auch keine Überraschungen von Tieren in der Nacht eventuell. Das heisst, lasst nichts liegen, keine Köder, tut alles immer aufhängen, macht auch euren Schlafplatz, das zeigen wir euch, zeige ich dir auch noch einmal, euren Schlafplatz über dem Boden. Kochen mit dem Gaskocher, wo, also Sachen, die richtig fein schmecken, ist nicht unbedingt ratsam. Das würde vielleicht eher sein. Oder wirklich, wenn ihr sicher seid, jetzt ist gut, es ist niemand in der Umgebung, dann könnt ihr schon kurz schnell mal etwas rüber tun. Was auch sehr, sehr gäbig ist, ist, wenn ihr so ein Säckchen, ich zeige euch das. Ein Säckchen macht mit ein bisschen Mehl drin, ein bisschen Gewürz, ein bisschen Trockenhefe, wo ihr ganz schnell mit Wasser ein Brot könnt, zubereiten oder ein paar Brötchen für unterwegs. Und das ist wirklich auch sehr, sehr ein guter Tipp.